letzte Runde, es geht fleißig weiter. Ja, wir haben es Freitagabend. Und das Ding da hinten habe ich jetzt schon fertig angeschliffen, deswegen ganz schwarze Hände. Und hier drehe ich jetzt die Kante ab, unten, dass ich die nach Möglichkeit ganz genau schneiden kann. Das wird jetzt ein bisschen flimmeln. Aber wenn hinterher die Kante wieder sauber verläuft, ist es natürlich jede Minute wert. Moment, Trick 17. Sehr gut, jetzt schleife ich mal das hier her. Hoffe, dass ich die Kante noch nicht gut erwischt habe. So, nachdem ich die unter die Kante jetzt habe, oder habe, werde ich dann den kompletten Rest anschleifen. Und dann werde ich die Kante nochmal auf der anderen Seite, also von hier oben abgeben und dann von unten nochmal schleifen. Ja, und jetzt eben schleifen, bis die schwarzen Stellen alle weg sind, etc. pp. Ich schleife jetzt wieder Blädel und dann hole ich euch wieder dazu. Also drei oder vier minimale Punkte, hier eine Mini-Delle, da drüben noch was und da hinten, das habe ich noch gefunden, da rühre ich mir jetzt minimal Spachtelmasse an, ziehe da noch einmal ganz dünn drüber und schleife das dann nochmal mit dem 120er. Ja, und der Füller macht dann den Rest und ja, soweit so gut. Gut, die Ränder und die Nummernschildaussparung muss ich noch schleifen. Aber da wird von Dellen her nichts mehr rauskommen, hoffe ich zumindest. Nee, eigentlich eher unwahrscheinlich. Dann ist das Ding bald fertig geschliffen. So. Dann jetzt ziehe ich die Spachtelmasse eben ganz dünn hier drüber. Also der Mist sollte zu sein. Antrocknen lassen. Runterschleifen. Und ich lege hier jetzt schnell die andere Kante ab. Ich weiß nicht, kann man das hier sehen? Genau unterhalb. Können wir ein bisschen. Ja, also ich klebe jetzt die andere Seite ab. Und dann hoffe ich doch, dass wir die Kante wirklich sauber hinkriegen. Und dann eben noch hier innen drin, hier die leichte Rundung, hier drin und oben am Ding auch noch die Rundungen. Ja, und dann kann ich alles sauber machen, abkleben von innen und dann kann gefüllt werden. Also eins weiß ich, mit eingebauter Scheibe hätte ich es mit Sicherheit nicht gemacht. Boah. Das ist ja Arbeit für einen, wo Vater und Mutter umgebracht hat. Nee. Nee. So Leute, das Ding ist soweit, ja, mal vorgeschliffen mit dem 120er. Ich werde das Teil jetzt erst einmal komplett abblasen, abpusten, vorsichtig, damit mal der grobe Staub weg ist. Dann eben, wie gesagt, das Schwarze hier komplett überkleben, den alten Kleber, dass da nichts drauf kommt, dass man dann wieder top die Scheibe neu kleben kann. Und innen drin werde ich auch abkleben, weil wir müssen sie ja nur außen lackieren. Ja, und das mache ich jetzt. Das dauert halt jetzt wieder. Also das Abkleben ist wahrscheinlich die mindere Arbeit als das Schleifen, aber hilft ja nichts. Jodele, Heckklappe soweit vorbereitet, alles abgeklebt innen. Schauen wir es uns mal an. Einfach mit einem dicken Klebeband soweit rein. Das reicht. Und ich hoffe, dass beim Nassschleifen sich das nicht ablöst, weil dann kann ich das zum Lackieren dann gleich drin lassen. Das wäre natürlich hervorragend. So, jetzt haben wir es. Kurz vor 10. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich noch Bock habe. Ich gehe jetzt erstmal vor, ich muss was essen, weil sonst falle ich hier noch tot um. Ja, und
entweder sehen wir uns jetzt gleich wieder oder dann erst morgen. Schauen wir mal. Leute, ich sag's euch, gestern Abend hier aufgehört mit Hunger im Bauch. Jetzt haben wir schon wieder kurz vor Einse. Mit Hunger wieder angefangen. Egal. Das Zeug ist fertig abgewischt. Den Boden habe ich rausgespült einmal mit Wasser. Und hier mein Standox-Füller. Der Fock Nonstop Füllprimer. Primer-Füller. Ja, genau. Den werde ich jetzt komplett aufrühren, fertig mischen und dann hoffen, dass das Zeug noch ausreicht. Ansonsten müsste ich da hinten eventuell noch einen anderen haben. Naja, da oben steht nochmal das Dübel. Zur Not habe ich da drin nochmal einen. Und naja, jetzt schauen wir mal. Vielleicht reicht ja der Rest hier aus. Wir werden sehen, hier dann auch. Ja, das Schöne ist, wenn das Zeug gespritzt ist, kann ich es dann raus in die Sonne stellen und dann wird es schnell trocken sein. Aber ob ich dann heute noch zum Nachschleifen komme, schauen wir mal. Ich glaube nicht. So gehe ich jetzt zwei, dreimal drüber und dann ist es gut, dann wird es dann in die Sonne gestellt, später eingeschwärzt und dann kann ich nass schleifen. Okay, aber jetzt räume ich die Cam auf die Seite. Tja Freunde, da hinten steht das Zeug schön halbwegs in der Sonne. Gut, die Heckklappe kommt mittlerweile ein bisschen vor, aber jetzt kann es erstmal ordentlich durchtrocknen. Dann muss ich echt gucken, ob ich heute noch dazu komme oder nicht zum Nassschleifen. Zuerst wird das Teil nass geschliffen und lackiert und dann kommt die Heckklappe. Aber Leute, kann ich sagen, ist das nächste Video. Also, bis demnächst. Tschaikowski.